Klasse durch Masse, das war beim vorletzten Heimspiel der Kassel Huskies in der Endrunde der Oberliga West die Frage. Wegen der Länderspielpause in der DEL traten die Duisburger Füchse gleich mit 16 Förderlizenzspielern an. Auch wenn Füchse-Coach Franz Fritzmeier damit aus den Vollen schöpfen konnte, einen spielerischen Vorteil hatte sein Team an diesem Abend nicht. Ganz im Gegenteil, gleich zu Anfang der Partie zeigten ihnen die Schlittenhunde, wer hier Herr im Ring ist. 40 Sekunden sind gerade gespielt, da muss Gäste-Goalie Björn Linder den ersten Schuss von Petri Sikora abwehren. Was Sikora vergönnt war, macht nur eine Minute später Tobi Schwab erfolgreicher. Er versenkt die Scheibe nach klasse Pass von Alexander Engel im Tor der Füchse. Das erste Ramalama-Ding-Dong für die 3.300 Zuschauer an diesem Abend. Dem folgte das zweite nur eine Minute später. Klinges Schuss ließ Björn Linder nur abprallen, Michi Chris steht parat und stochert die Scheibe zur 2-0-Führung über die Linie. Duisburg macht nun mit Einzelaktionen auf sich aufmerksam. So wie hier Philipp Riefers kamen sie ein-, zweimal gefährlich vor das Gehäuse der Huskies, fanden aber in Benny Finkenrath ihren Meister. Bis zum ersten Pausentee sorgte der Kapitän der Huskies für klare Verhältnisse. Mit einem satten Schuss direkt in den Giebel erhöht Manuel Klinge auf 3-0. Im zweiten Spielabschnitt wurde das Spiel ruppiger. Clark Breitkreuz und Michi Chris tauschten ihre Meinungsverschiedenheiten in einem Faustkampf aus. Eishockey wurde dann aber auch wieder gespielt und das mit Erfolg für die Kassel Huskies. Neu-Husky Jakub Wicki luchst Nico Obre die Scheibe hinter dem Duisburger Tor geschickt ab, passt zu Danny Albrecht und dieser hat keine Probleme aus kurzer Distanz zum 4-0 einzunetzen. Das junge Duisburger Team war dann völlig mit den Nerven am Ende. Nur mit unfairen Mitteln konnten sie eine mehrminütige Drangphase der Huskies stoppen. Dabei holte sich Manuel Strodel eine Spieldauerstrafe ab und durfte somit frühzeitig duschen gehen. 88 der Kassel Huskies, Kai Doll, erhält 2 plus 2 Strafminuten. Dann wurde wieder Eishockey gespielt, mit dem Ergebnis, dass sich jetzt auch die Füchse in die Torschützenliste einreiten. Kreuzen nutzte eine Unachtsamkeit von Finkenrath und stochert die Scheibe zum 1-4 Anschlusstreffer in der 33. Minute über die Linie. Das war seitens der Duisburger Füchse das einzige Erfolgserlebnis an diesem Abend. Mehr ließ das kompakte Team der Schlittenhunde nicht zu. Eine exzellente Abwehrarbeit aller Spieler, wie hier zum Beispiel Kyle Doll, der seine verlorene Scheibe direkt wieder erkämpft. Benny Finkenrath, der seit Wochen in bestechender Form ist, ist dann noch der Turm in der Schlacht. Nicht nur Duisburg hat sich an diesem Husky-Rudel die Zähne ausgebissen. Das werden in den nächsten Wochen auch noch andere Teams zu spüren bekommen. Den finalen Schlusspunkt an diesem Abend setzt in der 45. Minute Michi Christ. In Überzahl erzielt er den Endstand zum 5-1. Mit dieser starken Leistung haben die Kassel Huskies die Tabellenführung verteidigt. In Nauheim am Sonntag und Frankfurt am nächsten Donnerstag in eigener Halle ist der Showdown um Platz 1 bestellt.